die meisten wissen, dass es nicht so wird laufen wie letztes Jahr, dass wir sicher mehr werden verlieren. Wahrscheinlich dann auch ein bisschen an den älteren, erfahrenen Spielern oder den Ausländern, die wir jetzt haben, dass man mit gutem Beispiel vorangeht, dass man jeden Abend wieder versucht, sein Bestes zu geben, egal was am Abend vorher passiert ist. Und ja, auch immer wieder mit dem Lächeln geht oben. Und wir sind wieder in der National League. Hockey macht Spass und das muss jeden Tag Spass machen, weil ohne Spass wird es eh nicht klappen. Wir können es auch unseren Stakeholdern, unseren Fans nur immer ein bisschen auf die Augen drücken. Hey, gell, die ersten 2-3 Jahre, hauptsächlich zurück. Und kleine Schritte, die grossen Schritte, die haben wir jetzt im Weg gemacht. Jetzt geht es wichtig, einfach, dass wir unsere Pyramide und unser Modell aufrechterhalten. Es hat jetzt Leute an der Spitze, die sehr ambitioniert sind, die etwas wollen, aber nicht auf Biegen und Brechen. Und für mich ist einfach wichtig, dass man das nicht verliert, die Bodenhaftigkeit behalten. Wir sind nicht ein Milliardenclub oder etwas. Wir sind immer noch schlussendlich ein Dorfclub. Sucht ihr die Mitte? Nein, das ist der Pfosten! Um eine Hüfle! Keine Scheibe! Hier, ohne sich begraben! Das war ein Zentimeter zum Ligahals! Viel Platz hier für Hügli Schöner Pass. Ist das die Entscheidung? Tor! Aufstieg! Rappersilion an Lakers! Ja, eine grosse Leere war es. Wir hätten es wahrscheinlich nie können denken, aber dann, was passiert ist, es waren drei sehr schwere Tage, bis wir das mal wirklich alles realisiert haben, was in dem Moment eigentlich passiert ist. Ich habe auch angefangen, als die viermal hintereinander am meisten geworden sind. Das war der Zeitpunkt, wo ich geschaut bin und dann Fan geworden bin. Und dann wollte Hockey spielen und dann selber zwei Finale erlebt mit Kloten, die wir leider verloren haben. Und der Cup-Sieg, darum war es vielleicht auch umso härter, als man abgestiegen ist. Da merkt man, Erfolg kann man nie planen. Man weiss nie, was auf einen zukommt. Wir haben auch nicht gewusst, was kommt. Eben, nach so einem Abstieg hat man am Anfang ja fast kein Team. Der Teamkern ist dann meistens auseinander. Viele Spieler gehen weg. Es muss sich wieder neue bilden. Das Team muss wieder zusammenkommen, was auch extrem wichtig ist für Erfolg. Dass das Team miteinander schafft und dass man gut untereinander auskommt und so etwas aufbauen kann. Und so kann man dann, kommt der Erfolg dann auch. Das hat wahrscheinlich auch Zeit gebraucht. Dann waren es halt auch spezielle Jahre mit Corona, wo abgebrochen wurde, wo wir einen guten Lauf hatten. Wir sind ins Finale gekommen, haben das verloren. Dass wenn man ins Finale kommt, heisst es noch lange nicht, dass man es dann schafft. Das war das letzte Jahr nicht so. Und darum sind wir umso glücklicher, dass wir es dann geschafft haben. Mit einem Oberhaus, das aus 14 Mannschaften besteht, ist es auch für Kloten so ein bisschen wie einer der letzten Züge, der aus einem Bahnhof am Abend fährt. Oder? Und man weiss, auf dem Uni, sonst bleibe ich wahrscheinlich länger da. Weil wir haben jetzt 3 Jahre angegriffen, vorher, das vierte war. Im ersten sind wir an uns selber gescheitert, im zweiten sind wir klar an Corona gescheitert, haben die Chance nicht gehabt. Im dritten, wie es halt im Sport ist, kann alles passieren. Für den Club, wo wir einfach ruhiger da sind, weil wir sind in einem Waldgebiet zuhause, da muss es nicht immer rumoren, da muss man einmal der Natur zuhören oder so. Ich glaube, es war einfach sehr wichtig, dass wir jetzt 4 Jahre da unten auch ein bisschen gesundet haben. Und es wäre fatal, wenn wir gerade irgendwo wieder aufbrechen zu neuen Ufern und von irgendwelchen ganz hochgesteckten Zielen reden. Das ist nicht Kloten, sicher nicht unter meiner Amtsführung. Also das ist ganz klar, in einem 5-Jahres-Plan muss der EHC Kloten können, um Pre-Players oder Playoffs spielen. Die kurzfristige Situation ist die, dass wir mit einem sehr guten Spielermaterial aufgestiegen sind. Wir die letzten Jahre immer auch unsere Nachwuchsspieler integriert haben. Und das mit einem guten Trainerstaff und guten Ausländern kompetisiert haben. Und ich glaube, in diesem Modell, wir wollen einfach hochkommen und um jeden Preis keine falschen Zeichen setzen. Und das wäre ein absolut falsches Zeichen,
wenn so ein ehemaliger Klotner jetzt wieder retourgeholt werden, der einfach dreimal mehr kostet, als der jetzig bestehende beste Schweizer Söldner. Also wir werden die nächsten drei Jahre extrem darauf schauen, wie wir unsere Spielergehälter und unser System so aufbauen, dass es eben auch dieser sportlichen Strategie entspricht. Angefangen hat es bei mir, als ich in die Lehre gekommen bin auf Kloten. Ich war nicht aus der Region. Ich habe mich aber für das Hockey interessiert, weil ich schon mal einen Match zu Kloten schauen konnte. Und bin dann in der Saison 88-89 regelmässig Match schauen. Weil, wenn du niemanden kennst, wo lernst du jemanden kennen? Ja, am meisten irgendwo in einem Sportanlass oder so. Ich habe dann so eigentlich, ja, bin ich in den Fanclub reingekommen. Habe dann durch den Fanclub meinen Mann kennengelernt. Dann ist er angefragt worden, für Statistik zu machen. Und mir hat es dann eigentlich irgendwann so ein bisschen angeschissen, wenn man es so soll sagen, deutsch und deutlich. Du machst zwar etwas miteinander, aber du bist gar nicht beieinander. Also er ist irgendwo am Statistik machen und du stehst in den Fan rein. Und ich habe gefunden, das ist eigentlich doof. Ich will jetzt wissen, was machen die zwei Herren da. Und dann hat es geheißen, ja gut, hock hin. Mach mit, du kannst das. Irgendwann, ja, es hat halt Spass gemacht, hast du das so gemacht. Und das habe ich dann mit meinem Mann und meinem Kollegen schlussendlich über 20 Jahre. Und dann auf Ende vorletzte Saison, wo wir nicht aufgestiegen sind, ist dann von der Liga bestimmt worden oder abgestimmt worden, dass sie die Statistiken auch jetzt digitalisieren über die Fernsehbilder und so uns vor Ort nicht mehr braucht als Statistiker. Und ich durfte dann im Presseraum Presseleute betreuen, im Sinne von schauen, dass Getränke gekommen sind und bei Fragen halt auch mal Auskunft geben. So. Spätestens nach dem Nicht-Aufstieg gegen Anjoua ist schon auch ein Moment, wo du dich hinterfragst und wo der Gedanke kommt, ja, schaffen wir das überhaupt? Es war jetzt sicher einfacher, dadurch, dass das Liga-Quali wegfällt. Weil die ist nicht einfach. Wobei der Druck auf dem, der von oben kommt, grösser ist als der, der unten nur will. Weil der hat weniger zu verlieren. Der bleibt halt, wo er ist. Der andere, der kann viel verlieren. Ich bin aber überzeugt, dass es einfach eine Konstellation braucht, dass du aufsteigen kannst, wie es bei uns war, mit Rappi, mit dem unbändigen Willen, wir wollen. Und unsere, die eine Saison hatten, wo einfach alles hinterfragt wird, wo bis zur letzten Sekunde eigentlich im Unterbewusstsein wieder hinterfragt wird. Und ich glaube, das war es, was es dann ausgemacht hat, dass sie sich zwar zurückkämpfen haben können, aber den Schritt zum Ligaerhalt so nicht haben können. Und darum denke ich, wenn es dir passiert und wenn du hoch willst, eben, du musst wirklich von der ersten Sekunde an bereit sein und wählen. Smith, noch einmal Richtung Tor, dann ist es definitiv vorbei. Der Zeitanlauf, der ist dann gelungen. Die Kloten steigen also nach 2018 wieder in die National League auf. Ich freue mich extrem darauf, gegen all die Mannschaften wieder zu spielen, in diesen Stadien, in den neuen, die wir noch nicht kennen. Ja, und dann wird es wieder viel mehr Zuschauer haben, egal in welchem Stadion. Und auf das freue ich mich extrem und dann gilt es eben wieder auch für mich, meinen Platz zu kämpfen. Ich glaube, wenn man die Intensität von der National League anschaut, glaube ich, tun wir gut daran, uns nicht ein höheres Ziel zu setzen, sondern auch mit der Realität abfinden. Und das heisst, ja, unser persönliches Ziel ist entweder früh in die Ferien oder das Pre-Playoff schaffen. Es ist nicht der Club, der es mal war. Sie sind nicht der erfolgreiche Club. Also sie kommen von unten. Sie müssen sich selber zuerst wieder finden.